Herzlich willkommen zu den Highlights der ADAC GT Masters eSports Championship 2020, powered by NBW Mobility Plus. Das Finale fand ebenso wie in der realen Meisterschaft in Oschersleben statt und gleich 5 Fahrer hatten realistische Chancen auf den Titel. Und damit rein in den ersten von 2 Finalläufen. Der Pole Kuba Brzezinski geht von der Pole Position ins Rennen, direkt dahinter die Mitfavoriten Moritz Löhner und Nestor Garcia. Zu Beginn kann lediglich Kevin Siggi einen Platz im vorderen Feld gut machen. Der meisterschaftsführende Jack Keithley startet nach einem verpatzten Qualifying nur vom Platz 9 und versucht gleich zu Beginn Positionen gut zu machen. Erst geht der Brite an Euronics-Pilot Florian Hasse vorbei und dann schnappt er sich mit einem sehenswerten Manöver auch noch Tim Jaschl. Mit dem Öffnen des Boxenstoppfensters kommen die beiden führenden Kuba Brzezinski und Moritz Löhner an die Box, eine Runde später Nestor Garcia und Kevin Siggi. Und dieser Stopp sollte mit meisterschaftsentscheidend sein. Siggi stoppt schneller als Garcia und schnappt dem Spanier Platz 3 und wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft weg. Jack Keithley betreibt währenddessen weiter Schadensbegrenzung. Durch einen Undercut kommt der Brite erst an Red Bull-Pilot Ben Spanky und dann an Erhan Jajowski vorbei. Platz 5. Doch dann unterläuft Jack Keithley ein folgenschwerer Fehler. Bedingt durch einen Bildschirmaussetzer fabriziert er einen Dreher. Damit verpasst Keithley die Punkteränge im ersten Finallauf und verliert wertvollen Boden im Kampf um die Meisterschaft. Vorne versucht Moritz Löhner alles, um an Kuba Brzezinski vorbeizugehen. Doch der Pole liefert ein fehlerfreies Rennen und sichert sich am Ende verdient seinen ersten Sieg in der diesjährigen ADAC GT Masters eSports Championship, powered by NBW Mobility Plus. Das Podium komplettieren Moritz Löhner vom Mahle Racing Team und Kevin Siggi aus dem Team Redline. Es war ein schwer erkämpfter Sieg. Moritz war das ganze Rennen an mir dran, aber ich wusste, dass man in Oschersleben nur schwer überholen kann. Also habe ich nie 100% gegeben und konnte somit sicher gehen, keine Fehler zu machen. Und damit wusste ich, dass Moritz kaum eine Chance hat, vorbeizukommen. Nach dem ersten Finallauf geht Moritz Löhner in der Gesamtwertung zum ersten Mal in dieser Saison in Führung. 6 Punkte vor Nestor Garcia und 9 vor Jack Keithley. Die Entscheidung muss also im 8. und letzten Rennen der Saison fallen. Zunächst spricht vieles für Nestor Garcia. Der Spanier geht vom Platz 1 ins Rennen, Jack Keithley startet von der 3, Moritz Löhner sogar nur von Position 5. Der Start verläuft ruhig, doch dann bläst Kevin Siggi zum Angriff. In Turn 2 attackiert er Nestor Garcia. Nebeneinander geht es Richtung Kurve 3 und dann unterläuft Garcia ein kleiner Fehler. Kevin Siggi zieht vorbei, ein meisterschaftsentscheidendes Manöver, wie sich später herausstellen wird. Dahinter kämpft Moritz Löhner verbissen mit Nikodem Wisniewski um Platz 4 mit dem besseren Ende für den Deutschen. Löhner schließt infolgedessen die Lücke zum drittplatzierten Jack Keithley und kurz danach kommen beide in die Box. Und auch diesmal sollte der Boxenstopp rennentscheidend sein. Moritz Löhner schiebt sich mit einem perfekten Stopp hauchdünn an Keithley vorbei und holt sich Platz 3. Sollte Garcia auf Platz 2 ins Ziel kommen, wäre das die Meisterschaft für den Deutschen. Eine Runde später kommt der Spanier Nestor Garcia an die Box und verteidigt knapp seinen 2. Platz. Kuba Brzezinski kann unterdessen die Pace der Führenden nicht mitgehen und lässt den in der Meisterschaft besser platzierten Teamkollegen Jack Keithley vorbei. Am Ende sollte aber auch das den Briten nicht helfen. Gegen Mitte des Rennens ist Moritz Löhner dran an Garcia, riskiert aber nicht alles. Er weiß, dass im Stand jetzt der 3. Platz zum Titel reicht. Ob sich das rächen wird? Gegen Ende des Rennens scheint es so. Der führende Kevin Siggi kämpft mit stark abbauenden Reifen. Seine Rundenzeiten brechen ein und infolgedessen kommt Nestor Garcia immer näher.
Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Spanier von Red Bull Racing eSports zum entscheidenden Manöver ansetzt. Aber Kevin Siggi verteidigt clever seine Führung und plötzlich ist auch Moritz Löhner wieder in Schlagdistanz. Am Ende nützt alles nichts. Kevin Siggi gewinnt das letzte Rennen der Saison. Ein versöhnlicher Abschluss für den Fahrer aus dem Team Redline, der nicht immer gezeigt hat, was er kann. Garcia kommt auf Platz 2 ins Ziel, Moritz Löhner wird Dritter und sichert sich damit nach 2019 zum zweiten Mal den Titel in der ADAC GT Masters eSports Championship, powered by NBW Mobility Plus. Am Ende ist aber Kevin ziemlich langsam geworden und ich dachte, oh Nestor wird der attackieren können. Wenn er vorbeikommt, gewinnt er den Titel. Deswegen Hälfte des Rennens war so, alles easy und am Ende dann nochmal Puls 180. Und hier nochmal der finale Punktestand. Moritz Löhner gewinnt die Meisterschaft mit gerade einmal 3 Punkten Vorsprung vor Nestor Garcia. Jack Keithley wird am Ende Dritter.